Hallo liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen hier heute von der Messe, der erste Tag, heute Mittwoch, 29.01. und erster Anlaufpunkt natürlich der Leslie-Stand hier auf der Messe. Und neben mir ist mal wieder Jasper von Leslie und er wird uns ein paar Fragen beantworten, ganz böse Fragen, die ich heute ihm stellen werde. Jasper, erstmal so die Frage, welches Motto ist es dieses Jahr? Was habt ihr euch ausgedacht? Wir haben uns von Japan inspirieren lassen. Die Japaner sind Herr und Meister in das Erstellen von speziell professionelles Feuerwerk. Und deswegen das Thema Banzai. Jawohl, sehr schön. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen gesehen, vielleicht im Vorfeld schon. Sehr offen diesmal der Stand. Ja. Herzlich eingeladen. Letztes Jahr war so ein Käfig, es war auch ganz cool, aber dieses Jahr auch wieder schön dekoriert. Ihr habt da immer sehr gute Ideen. Danke. Respekt dafür. Danke. Meine Fragen. Ganz klar, Neuheiten. Dieses Jahr 2020, wir haben schon ein paar im Vorfeld gesehen, habt dann schon Videos zugeschickt, einen Katalog haben wir schon durchblättern dürfen. Hast du von deiner Seite aus ein paar Favoriten, die du kurz vorstellen möchtest? Was ich denke, die Neuheit, die am meisten dieses Jahr ist, ist, dass wir den Vielfalt, die man bei Leslie bekommen kann, alles unter ein Dach, dass die größer geworden ist. Ich habe nochmal eben kurz die 4 Kataloge, ja, die wir haben. Unseren Leslie Fireworks Katalog, Go Hard or Go Home, oder dieses Jahr Banzai, mit wirklich Fachhandelartikel. Dann ja, unsere Leslie Silvester Zauberkatalog. Etwas kommerzielleres Produkten, wie auch vielleicht mal im Supermarkt liegen, aber dann auch natürlich mit die Leslie Gedanken. Dann 10er Feuerwerk, Harder, Better, Faster. Und neu ist dieses Jahr Volt. Jawohl. Und unter Volt ist Watt. Watt? Ja, Watt. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass dieses Jahr ziemlich viel Kataloge gibt, ein bisschen aufgeteilt wurde und auch eine neue Marke hier mit hinzugekommen ist. Also mittlerweile ist es sehr umfangreich. Das war nämlich auch eine meiner Fragen. Uns ist im Vorfeld aufgefallen, dass auch ziemlich viel für, meiner Meinung nach, für Discounter ist. Habt ihr auch mehr für den Fachhandel? Also ihr habt jetzt getrennt. Ja. Ja, aber uns ist eben aufgefallen, dass relativ viele bunte Sachen mit dabei sind, von den Kalibern her nicht so groß. Hat es jetzt damit zu tun, dass ihr mehr in den Discounter rein wollt oder weiterhin in den Fachhandel? Nein, es hat damit zu tun, dass wir den Trennung zwischen Fachhandel und Discounter noch größer machen. Letztes Jahr war alles in einem Katalog. Jetzt ist ganz klar, Leslie Fireworks Katalog ist für den Fachhandel. Da steht der Mütten dabei, ne? Nicht für Discounter, für die Artikel. Und Leslie Silvesterzauber darf jeder kaufen, weil wir haben gemerkt, bei die Masse ist natürlich auch den bunten Batterie von 36 Schuss mit einer Laufzeit von 45 Sekunden gewollt. So, wir brauchen einfach beide. Aber wenn man die Neuheiten anschaut, ich glaube, es sind im Fachhandel noch mehr Neuheiten als beim Silvesterzauber. Okay, dann würden wir uns wahrscheinlich eher an den Fachhandelskatalog halten. Ich habe schon einige Sachen gesehen vom Design her, natürlich wieder sehr innovativ. Und von den Effekten her, wir haben am 15.02. ein Testschießen bei uns. Ja. Mit, nicht direkt bei uns, aber bei Ihnen machen wir wieder gemeinsam mit Leslie zusammen. Und da werden wir dann auch die oder einige Neuheiten sehen. Und ich bin schon sehr gespannt, die auch mal live anzuschauen. Ja, dann habe ich ein sehr großes Thema, Lagergruppenzuordnung. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, natürlich, weil wir sind da ganz offen drin. Ich habe letztes Jahr auch ein offizielles Schreiben ausgebracht, dass in die letzten 5-6 Jahren der Praxis immer so was, dass wenn der Lagergruppenzuordnungsnummer angefragt würde, das würde von der kontrollierenden Instanzen genehmigt. Aber der Praxis hat sich letztes Jahr geändert. Und die haben gesagt, nee, wir brauchen eine Nummer. Und dann haben wir leider feststellen müssen, dass es bei sehr vielen Produkten mehr als 4 Jahre dauert, bevor der BAM der Antrag zum Bescheid bringt. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es bei aller ausländischen Firma eigentlich gleich ist. Und das fühlte nicht gut. Aber ich gucke jetzt nach uns.
Und ich habe nur eine Hauptaufgabe dieses Jahr. Hauptaufgabe, und das ist, dass wir bevor 1. Juli alle LGZ-Nummer haben von unserer aktuellen Kollektion. Mhm. Und wir werden die Artikel, die keine LGZ-Nummer bekommen, ab 1. Juli auch nicht ausliefern. So, das ist ganz klar unsere Deadline. Ich stehe sehr nah mit der BAM in Verbindung. Es ist nicht der Schuld von der Personen, die da arbeiten, aber es ist der Schuld von der Struktur, die die da haben, weil ich glaube, es ist nur eine Person, die das für ganz Europa machen muss. Ja. Und das finde ich natürlich, ja, das ist, wie heißt das, schädigend für den Geschäft, was wir machen. Mhm, richtig, ja. Na, ich denke mal, dass die einfach unterbesetzt sind. Ja, ich meine, da sind ein paar Leute, die alle möglichen Zuordnungen machen müssen, ja, und auch einfach nicht hinterherkommen. Vielleicht die ein oder andere priorisieren. Ja, wir wollen mich nicht böse sein, aber es kann natürlich schon sein, dass er bevorzugt werden, manche nicht. Ja, aber es kann natürlich nicht sein. Das darf natürlich nicht sein. Es ist sehr fremd, dass alle klassischen Importeure in Deutschland alle Nummer haben und alle anderen 3-4 Jahre auf ihre Nummer warten müssen. Das kann nicht sein. Magst du was zur Käfigsituation sagen, mit den Käfigverpackungen? Da soll es ja auch ein bisschen Probleme geben mit der BAM. Nee, es gibt Probleme bei den Leuten, die ihre Käfigverpackungen nicht prüfen lassen haben. Die einfach eine Käfigzeichnung nehmen, die irgendwo in China vorhanden ist. Also Prüfung bei der BAM oder Prüfung in China? Nee, Prüfung bei der BAM. Okay. Und da sind viele, die haben Prüfungen in China gemacht. Mhm. Die werden von der BAM nicht anerkannt, was ich auch, da haben die recht. Unsere Käfige sind bei der BAM geprüft und ich hatte letzte Woche schon gesehen, dass auf Basis von dieser Prüfungen die Klassifikation und die Lagergruppenzuordnung erstellt wird. Ja, also ich habe mitgehört oder mitbekommen, dass ihr extra nochmal alle Käfige prüfen lassen. Ist das richtig? Also von der noch prüfen lassen? Nee, haben wir gemacht. Schon gemacht habt, ja. Ja, haben wir gemacht. Ja. Speziell dafür. Sehr vorausschauend. Sehr vorausschauend. Und wo wir in Zukunft auf verzichten werden, ist, dass es mehrere Konsumenteneinheiten in einem Käfig ist, die dann beim Laden ausgepackt wird. Es ist nämlich unklar, was das Artikel dann ist. Und um diese Unklarheit zu vermeiden, haben wir einfach entschieden, wir machen in Zukunft nur 1-1 Verpackungen, nicht 1.1, aber 1-1 Verpackungen, ne? Eine Konsumenteneinheit in einen Käfig oder für Röder zum Beispiel 3 Stück in Käfig, damit der Käfig nicht geöffnet werden muss. Ja, richtig, das ist immer noch ein Problem. Was macht man im Laden? Das ist richtig, ja. Dann hoffen wir mal, dass alle Containerartikel, die wir bei euch bestellt haben, auch mit LGZ kommen, sonst haben wir natürlich ein Problem, wenn die im Container da sind und keine Lagergruppenzuordnung haben. Ja, wenn die keine Lagergruppenzuordnung haben, dann werden wir die in Holland entladen und ihr einfach die Artikel liefern, die die LGZ-Nummer haben und die anderen in Holland lassen, weil LGZ-Nummer ist nur in Deutschland. In Holland brauchen wir nur der ADR-Klassifikation und die haben wir für alles. Ja, ist richtig. Also leider ein deutsches Problem. Das heißt Problem, ich meine, es hat natürlich alles seinen Sinn und Zweck, aber es muss natürlich laufen, weil es kann nicht sein, dass Unternehmen Artikel innovativ, sag ich mal, hier konstruieren und dann nicht verkaufen können. Ja. Also das heißt, ihr arrangiert euch mit der BAM und eventuelle rechtliche Schritte, wie es andere planen, sind bei euch vom Tisch. Wenn du überhaupt was dazu sagen darfst. Ich versuche es erst auf den Weise zu machen, die diplomatisch ist. Und ich denke, wir kommen damit klar. Wenn das nicht sein soll, wenn da keine Schritte gemacht werden, haben wir auch keine andere Wahl. Aber das mache ich zuerst nicht. Ja, weil mit der BAM-ID, die dann auch irgendwann fiel, weil es zu lange gedauert hat letztendlich, ja, wäre eigentlich auch kein Problem gewesen, wenn ich schnell genug erteilt worden wäre. Ja, da war genau dieselbe Situation, wie wir sie letztes Jahr hatten. Und es war ja relativ großer Aufruhr, gerade wie Online-Shops mit dem Versand, war es doch sehr schwierig, da richtig zu reagieren, weil von den Behörden hat man auch dann irgendwann keine Auskunft mehr bekommen. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr ruhiger anläuft. Ich bin mir sicher, mit Leslie Feuerwerk haben wir da auf jeden Fall keine Probleme. Und das finde ich sehr gut. Verbote in Holland. Magst du was dazu sagen? Hat man ja, schon ein bisschen was gehört? Ja, natürlich. Der Feuerwerksmarkt in Holland ist anders als in Deutschland. Die Holländer benutzen Feuerwerk anscheinend anders als die Deutschen. Das bringt der Problematik, dass
in großen Städten am Silvesterabend mit Feuerwerk geschossen wird auf andere Leute. Nicht nur auf andere Leute, aber auch auf Krankenbruder, wie heißen die, auf Polizisten und so weiter. Ich glaube nicht, dass das der Problematik von Feuerwerk ist, aber der Problematik von das, ja, wie die Leute damit mit umgehen, ja. Missbrauch. Aber ich verstehe auch mal, dass Bürgermeister und so weiter, die wissen nicht mehr, was die machen müssen. Na. Unsere Gedanke ist, die war schon 3 Jahren, dass es vielleicht ein paar Artikel gibt, wo das Missbrauch höher sein kann. Mhm. Zum ersten Singleschuss, Shotschubs. Die werden in Holland, ich denke, für 90% nicht benutzt, wie die benutzt werden müssen. So unsere Meinung, okay, wenn die Holländer damit nicht mit umgehen können, weg damit. Raketen ist in Holland kein populäres Produkt. Raketen sind natürlich mal auch damit kann geschossen werden. Nochmal in diese Richtung? Ja. So zu diesen 2 Produktgruppen, Single-Schuss und Raketen, da können wir uns, mitverständigen, dass die rauskommen. Böller, okay, kann ich mich weniger mit beverständigen, aber werden auch verboten, weil damit geworfen wird. Und das ist schon beschlossene Sache oder ist es jetzt erstmal so, was beschlossen ist und was noch offen ist? Bei den Böller ist es natürlich so, dass wenn man einen Schwarzpulverböller auf den Hand legt und der knallt, tut's weh, aber auch nicht mehr. Die Leute, die jetzt sagen, Böller müssen weg, die denken, dass wir damit Hände abrücken, dass wir damit dieser Bußstellen explodieren lassen und so weiter. Beschädigungen. Wir haben die Problematik von das Illegales, P1, Cobra und all diese Sachen. Diese Produkten, die auch Sie verkaufen, im Online-Shop. Ne? Ja, die Blitzknallböller, ja. Wobei unsere mit 0,5 Gramm jetzt auch nicht das Problem sind. Aber ich glaube, da wäre ein ganz andere Kaliber im, Ja, aber es fängt irgendwo an. So, ich finde auch, dass dieser Blitzknallböller auch bei Ihnen im Shop weg sein müssen. weil die bringen uns sehr viel Probleme, weil es keinen Unterschied mehr zu geben ist. So, ja, daraus wird das Knallfeuerwerk wahrscheinlich auch verboten. Entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, weil diejenigen, die sowas kaufen wollen, die holen sich das dann im Prinzip woanders. Ja. Ich meine, es gibt ja auch andere Shops. Das ist auch der Problematik. Wir denken auch nicht, dass das der Lösung ist von der Problematik. Wir denken eher, dass wenn das legale Knallfeuerwerk in Holland verboten wird, werden noch mehr Cobras, P1 und so weiter das Land reinkommen. Denke ich auch, ja. Aber okay, der Politik sieht das anders. Single-Schuss und F3, habe ich auch noch vergessen, ist ab 2020 verboten in Holland. Raketen und Knallfeuerwerk ist jetzt vorgeschlagen bei der Politik und hat der Mehrheit, um das dieses Jahr zu verbieten. So, aber das ist noch nicht fest. So steht es jetzt davor. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das schwappt nicht über auf Deutschland, weil bei uns ist ja teils nicht anders. Ja, Berlin, Leipzig, die großen Städte, wenn man beobachtet, da wird es ja ähnlich gehandhabt. Ja, es ist ja nicht nur eine niederländische Sache, sondern in Deutschland gibt es dieselben Probleme. Und es liegt meistens ja an ein paar Personen, die eben das nicht richtig handhaben. Ja. Aber deswegen Feuerwerk zu verbieten, ist ja eigentlich nicht der richtige Schritt. Aber ja, bevor alles verboten wird. Was will man machen? Ja. Kurz noch was zur Sache mit Plastik, ja. Kunststoff. Ja, wir verzichten seit letztes Jahr schon auf den Einkauf von Plastik. Und dieses Jahr werden Sie auch bei uns im Katalog außer die Raketen und noch ein paar Fontänen, die einen Plastikboden haben, keine Plastikartikel mehr sehen.
ich kann es nicht mehr verantworten, um einen Artikel zu verkaufen, die 300 Plastikheuler in die Luft schießt und die in 25 Jahren noch immer da sind. Das gilt auch für Knatterballe und gilt auch für Big Whoppers. Also ich denke mal, Altbestände werden noch abverkauft, aber Neuproduktion findet dann nicht mehr statt. Seit letztes Jahr schon Neuproduktion nicht mehr und Altbestände werden noch abverkauft, aber ist schon nicht viel mehr. Okay. Ja, ich denke, das ist ein relativ guter Ausblick. Wir haben viel Neues erfahren natürlich, auch zur aktuellen Situation. Das ist sehr interessant und ich bin gespannt, wie sich das Jahr über entwickelt, auch bei uns in Deutschland. Ich hoffe, wir schauen uns nicht zu viel ab von den Niederländern. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Jasper, dass du wieder zur Verfügung standest. Und ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter auf der Messe, was wir noch sehen. Ja, gerne. Wir denken, dass wir, weil wir haben zugestimmt mit den Verboten die von Produkten, die jetzt in Holland da sein. Wir denken, dass Feuerwerk benutzt werden muss für den Silvesterabend. Und dass, wenn man am Silvesterabend nach oben guckt, ein schwarzer Himmel undenkbar ist. So mit diesen Maßnahmen und mitzugehen mit dieser Produktverboten, hoffen wir, dass wir das Silvesterfeuerwerk, Verbünde, Batterien, Fontäne langfristig behalten können. Und dass diese gleiche Gedanke möchte ich auch für Deutschland haben. Ja, ich denke auch, es ist Tradition nach wie vor. Ja, bei uns in Deutschland, genauso in den Niederlanden, als auch in anderen EU-Ländern. Und ich hoffe, wir müssen nicht in Zukunft in andere Länder reisen, um Silvester unsere bisschen Freude zu haben. Ich kann es mich nicht vorstellen. Okay, dann bin ich auch optimistisch ja. Und vertraue auf das, was du sagst. Alles klar, bis später, Leute. Danke.